So. Und es sieht schon ein bisschen komisch aus mit diesen ganzen Fackeln. Ob ich das jetzt so mag, weiß ich noch nicht. Das Giebeldach hätte den Vorteil, dass man quasi wirklich das Licht von oben reinsetzen könnte. Hätte den Nachteil, dass es eigentlich ein bisschen Schatten wirft. So, aber wie gesagt, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Wir lassen das jetzt mal so, wie es ist. Ob es jetzt gut ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Na, kommst du. So, genau. Und wir packen dich mal in eine Küste. So, Zäune, Leitern, Erde, Tür. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gut, was wollen wir denn jetzt als nächstes machen? So, ich würde mal sagen, wir würden hier mal ein bisschen ausbügeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Schaufel. So, das heißt, ich nehme die Werkbank da hinten wieder mit. Die kommt dann dahin. Bam. So, also das ist jetzt unser Grundhaus. Das können wir dann ja immer noch beliebig ausgestalten und beliebig ausweiten und. Und ja, und jetzt, ach so, wieso habe ich ihnen eigentlich die Erde weggepackt? Außerdem sollte ich, wenn, dann die Erde nach außen tun. So, das heißt hier, wir nehmen die Erde wieder mit. Was haben wir denn hier? Oh, da haben wir noch Erde, da haben wir Erde, da haben wir Erde, da haben wir Erde, da haben wir braune Wolle, die entzündlich ist. Und dann haben wir hier Kies und dann haben wir Andesit und das brauche ich eigentlich nicht. So, jetzt würden wir erstmal losziehen und ein paar Löcher in der Erde stopfen. Also hier dieses Loch zum Beispiel und dieses Loch, dieses Loch und dieses Loch. Dann da, da und da. Da, da, da und da. So. Dann würde ich hier noch ein bisschen zumachen und da noch ein bisschen zumachen. Da und da. Da. Und da und da. Und da und da. Und da. So, und da unten haben wir ja irgendwie lustigerweise einen Steinbruch, ohne es zu wissen, dass wir ihn haben. Oder ohne ihn geplant zu haben. So, da ist noch ein Loch, das wir hier stopfen wollen. Hier sieht es eigentlich relativ okay aus. Dann haben wir hier noch Löcher. Zack und zack. Und dann machen wir die zu und die zu. Und dann baue ich mir noch eine Schaufel. Und mit der Schaufel sacken wir dann diese ganzen Würfel ein, die da so ekelhaft nach oben stehen. Quasi diese Erderektionen. So. Gut, ja. Was haben wir noch? Ach, hier haben sie gewütet. Die Andys. So. Ah, das war einmal zu viel, aber das ist mir jetzt gerade egal, weil wie gesagt, wir sammeln das nachher eh wieder ein. Da ist noch einer. Hat mich da gerade jemand angeschubst? Ich glaube nicht. Okay. Da. Da. Okay, das ist in Ordnung. Da und da. Und es wird schon wieder Nacht. Gut. Dann haben wir hier noch ein Loch, das wir stopfen wollen.
Ja, Bandit stopft auch ihre Löcher. Ja gut, das klingt jetzt irgendwie anders. Das hier würde ich vielleicht sogar komplett zumachen, aber erst nach der Nacht. Jetzt gehen wir erstmal wieder ins Bettchen. Ich bin auch. Ja, unglaublich müde. Ja. So, guten Morgen. Sind wir wieder da? So, dann würde ich mal wieder nach oben düsen. Und dann würden wir uns jetzt eigentlich eine Schaufel basteln. Also, Schaufel, die Hälfte, zack, Stein oben drauf. Machen wir vielleicht eine. Zwei. Drei. So, und dann düsen wir mal los. Ach, das Glas braucht eigentlich keine Sau. So. Dann kann hier wieder die Spitzhacke hin. Oder die Axt, je nachdem, was wir haben wollen. Dann haben wir da den Löffel, also den Schaufel. Den Erdlöffel quasi. So, dann gehen wir hier auf 3. Na toll. Na toll. Ja, die sind zusammenhängend. Die kann man erstmal lassen. Das muss auf jeden Fall zu. Dann machen wir das und das auch gleich zu. So. Ah, wir haben hier Samen. So. Dann räumen wir erstmal dieses Chaos auf, das diese Endermen hinterlassen haben, frecherweise. Die ollen Kamellen. So. Zack, da hinten war auch noch irgendwas, was ich hätte einsammeln können. Genau, ein Stück Erde. So, dann hätte ich das gern hier. So rum. Da unten ist auch so ein Stoppelfeld. Sag mal. Habe ich den nicht gerade zugebaut? Okay, drei. Auch noch ein Loch. Okay, und dann würde ich dich mal wegmachen, dich mal wegmachen. Und jetzt geht's hier runter. Alles wieder ein. Gut, und dann müssten wir hier wieder ein bisschen auffüllen. Da ist noch einer, der weg muss. Wunderbar. Da haben wir auch noch einen. Und dann würde ich jetzt hier mal die Löcher wieder stopfen. So, da haben wir eins. Nein, das nicht, sondern da, da und da. So, dann kannst du wieder raus. Du kannst weg. Samen, bitte. Du kannst weg. Du kannst weg. Danke. Du weg. Okay, hier wäre vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe erforderlich. Der kommt weg, der sieht da nicht gut aus. Das scheint mir eine normale Kante zu sein. Die und die machen wir mal zu. Das da unten, das sitzen wir einfach erstmal aus, weil das nicht unser Niveau werden soll. Wobei eigentlich können wir das schon machen. So, das wollte ich ja auch noch zuschaufeln. Apropos Schaufeln, ich könnte mir überlegen, ob mir hier nicht sagen, es gibt eine Ebene. So, und jetzt bin ich nämlich am Überlegen, will ich meine Mauer um diesen Wohnort auf diesem Niveau ziehen? Oder nicht lieber. Auf diesem Niveau hier. Oder gar auf dem Niveau. Weil sonst muss ich ja, also ich meine,
Ich würde gerne hier irgendwie anfangen. Was ist denn das da hinten eigentlich für ein cooler Berg? Ich weiß, ich kenne ihn nicht. Oh, da ist Kies. Oder war das Schotter? So. Also ich würde ihn halt gerne irgendwie hier so rumziehen. Hier wäre dann unser Steinbruch, also das wird eine Steinmauer geben. Das heißt, hier müssten wir durchkommen, das heißt, da gibt es eine Tür, dann würden wir vielleicht darüber gehen. Und dann hier so rum. Und das bedeutet aber eigentlich letzten Endes auch... Ja gut, die erste Mauer wäre wahrscheinlich hier so rum. Weil hier ist ja wieder abfälliges Gelände. So, das heißt, wir würden als erstes natürlich, würden wir erstmal, so, und das wäre quasi unser Strand. Das könnte man ja so sehen, wenn man das so wollte. Und da unten ist wieder eine Höhle. Und da hinten ist ein Schneebiom. War ich da schon? Waren wir da schon? Weiß ich nicht mehr. Okay, wie auch immer. Wie auch immer. Wir könnten hier eigentlich Fenster reinzwiebeln. So, ich sollte mich nicht ablenken lassen. Wie auch immer, ich wollte hier dieses Gezuppel hier auferden. Oder zuschaufeln, oder wie auch immer man das nennen möchte. So, zack, zack, zack. Dann jetzt hier zack, 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 zack. Zack, zack. So, wunderbar. Okay, also wir zwiebeln das hier alles zu. Zwiebel, 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 Zwiebel und machen uns einen Zwiebelacker. Es gibt Zwiebeln? Ich habe keine Ahnung, ob es Zwiebeln gibt. Ich zwiebel hier nur in der Gegend rum, weil ich halt sage, dass ich zwiebel, aber das hat nichts mit echten Zwiebeln zum Essen zu tun. So, hier. Tschüss. Na toll, jetzt habe ich eine Blume. Wollte ich doch gar nicht. Ich will doch gar keine Blumen. Mann. Mann. Ah. So, okay. Also, wir haben hier... Zack. Zack. Und zack. So, da haben wir hier jetzt auf jeden Fall wieder ein Niveau erreicht, das wir nicht halten können. Gut, und dann wäre wirklich meine Überlegung, dass wir halt wirklich quasi sagen, hey, von hier. Eigentlich von hier. So, eigentlich, oh, eigentlich von da, oder? Nee, eigentlich wirklich von da. Dann zwiebeln wir hier vorne bis hier rüber. Irgendwie habe ich es gerade mit Zwiebeln. Und dann vielleicht so weit sogar. Bis zu dieser Kante und dann zwiebeln wir darüber. Und das füllen wir alles mit Erde auf. Also, aber das würde bis hierher gehen. So. Und da wir quasi eine Fünfermauer brauchen, eine Außenwand, ein Innengang, bestehend aus drei, und wird das lustig. So, also, das ist der Spaß, den wir eh halten. Also das hier ist die Kante. Die Kante würden wir lassen. Also würden wir hier anfangen. So, was wir jetzt machen ist halt, wir gehen wirklich runter auf den Stein. So, aber vielleicht sollte ich hier auch mal wieder ein bisschen rauskommen. Bringt ja nichts. Ähm,
wenn ich dann da unten bin und dann lustig Monster spawnen.